Auf einer Kommode steht ein Foto von Mia und ihren Eltern. Guck mal, was ich da noch für lange Haare hatte. So, ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe. Komm einfach runter, wenn du fertig bist, ja? Und nachher machen wir es dann zusammen etwas gemütlicher, okay? Als Opa Renzo das Zimmer verlassen hat, leuchtet ihr Armreif auf. Mia holt das magische Buch und ihren Spiegel aus dem Rucksack und entziffert das Passwort. Dann drückt sie auf den blauen Stein. Hallo Mia, wie lautet dein Passwort? Gut getarnt mit Großzügigkeit kommt die Gefahr in Friedenszeit. Mia löst sich auf, verwandelt sich und fliegt nach Zentopia. Die Wiedersehensfreude ist groß, als sie auf Yuko und Mo trifft. Mo! Yuko! Oh. Mia! Mia! Ich hab euch zwei so vermisst. Ja, wir dich auch, Mia. Wo sind denn die Wasserblitzer? Panthea ist besiegt, Mia. Erinnerst du dich? Wozu dann also noch Waffen? Es herrscht Frieden in Zentopia. Um ehrlich zu sein, ich vermisse meinen Piu Piu. Yuko und Mo fliegen mit Mia sofort zum Schloss. Dort gehen König Rainer und Königin Myla im Garten spazieren. Die Sonne scheint, die Einhörner sind sicher. Nichts auf der Welt verdunkelt mein Herz. In dem Moment bekommt der König eine Ladung Wasser ins Gesicht. Fuddle ist der Attentäter. Er kämpft mit einem Gartenschlauch, den er noch nicht so ganz unter Kontrolle hat. Was war? Ah! Fuddle! Verzeiht, Eure Majestät! Ups! Die Wasserkuppel wird wie ein Rasensprenger funktionieren! Ich muss nur noch ein paar kleine... Ups! Der Gartenschlauch wickelt sich um Fuddle herum. Jetzt sind auch Yuko, Mo und Mia angekommen. Mia hilft dem armen Fuddle, sich vom Gartenschlauch zu befreien. Danke, Mia. Mia, willkommen zurück. Was für eine Überraschung. Es ist schön, dich wiederzusehen, Mia. Ich hoffe, ich habe nicht bei irgendwas gestört. Oh nein, Liebes, es war nichts Wichtiges. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Onschau. Er ist aus dem Elfenkrater ausgezogen. Er lebt jetzt bei den anderen Einhörnern. Ach, klasse, das ist ja super. Ja, und er wird so froh sein, dich zu sehen. Geh doch zu ihm und sag ihm Hallo. Na, und ob ich das tue. Wir sehen uns. Hoffentlich bald. Wiedersehen. Mach's gut, Mia. Auf einer großen Lichtung entdeckt Mia dann die Einhörner. Sie fliegt auf Lyria zu und landet vor ihr. Lyria! Ich bin wieder da! Ich freue mich so, dich wiederzusehen, Lyria. Wo ist Onschau?